Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir spielen Captain Kaon. Der Entwickler war so nett, mir einen Key zur Verfügung zu stellen. Langsam muss ich mir überlegen, ob ich nicht anfange, den Entwicklern ein bisschen so das Stopp zu sagen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, denn leider es gibt keine Lautstärke-Einstellungen. Und ansonsten, ja, Captain Kaon ist ein Twin-Stick-Shooter. Ich habe noch nicht reingeguckt. Wir fangen. Okay. Wir fangen erstmal ganz langsam an, schauen uns das Ganze an. Menschheit hat die Grenzen der Erde verlassen, frische, unberührte Welten gefunden. Ein bisschen schnell. Seltsame Alienkraft, Streitmacht angegriffen, ohne Gnade angegriffen. Die Erde um Hilfe gebeten. Ja, eine Flotte der besten Schiffe losgeschickt. Ja. Ja, Schutzflotte, ja, ja. Sowas funktioniert immer ganz toll. Mhm. Vor allem, wenn es nur die ältesten Schiffe sind. Ah, schön. Kontrolle über meine Flotte? Das ist aber schön. Grüße, Captain Kaon. Willkommen an Bord der INS Argus. Sie hatten Glück, dass Ihr Urteil ausgesetzt wurde in diesen verzweifelten Zeiten. Der Krieg in Regulus hat die Flotte mit Piloten knapp besetzt gelassen. Von den drei Schwadronen der Argus ist nur ein einäugiger Schütze übrig für den Dienst. Die Argus ist zu alt, um den Alienkrieg zu überleben, aber immer noch ein stolzes Schiff. Wenn der Konflikt zur Erde kommt, werden wir bereit sein und sie müssen beweisen, dass sie auch bereit sind. Das ist die Gesundheit, habe ich mir schon irgendwie gedacht. Gefällt mir das hier noch. Räder. Das hat einen gewissen Charme, das Spiel. Ressourcen. Okay, die Zahl werden wir wahrscheinlich erhöhen. Können erobert werden. ISN-Flottenreparaturanlage auf Dantu. Eine Ressource. Flotte braucht. Die Flotte muss ihre Bereitschaft aufrechterhalten und sie sind einige Zeit außer Dienst gewesen. Wir haben einige alte Bergbautunnel beschlagnahmt und sie für Geschützübungen umgebaut. Das sollte ihre Instinkte schärfen, wenn die etwas abgestumpft sind. Okay. Die Musik könnte tatsächlich etwas laut sein. Einen ganz kleinen Moment. So, ich hoffe mal, dass es für euch wenigstens etwas erträglicher ist. Technisch kann ich das momentan nicht anders lösen. Alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Jedes der Ziele auf dem Weg schießen. Okay. B, A, S, D, um zu sch... Okay, das habe ich mir jetzt schon irgendwie gedacht. Uha.
Aha. Mit F die Brem. Uha. Ja, zu spät, haben wir schon geregelt. Oha, ich sehe es schon kommen, wir werden in diesem Spiel eine Menge Schiffe schrotten. Weil jetzt haben wir ja auch gar keine Kampfsituation hier. Station braucht eine noch. Ah, okay, das ist jetzt der Teil, der unangenehm wird. Jetzt müssen wir nämlich auch Fracht transportieren. Das erinnert mich ein bisschen an das Spiel, falls das einer noch kennt, Lunar Lander. Also ich bin ja sowieso ein älteres Semester. Ich kenne noch Computer, die nur grün als Farbe kannten und dunkelgrün für den Hintergrund. Ah, okay, wenn wir S drücken. Gut, ich habe mich schon gefragt, wofür S gebraucht werden könnte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bisher komme ich mit der Steuerung noch ganz gut klar, aber noch schießt ja auch keiner auf uns, deswegen. Versorgungskisten. Ah, ein Ressourcenbonus. Ah, okay. So weit, so gut.
Also das Spiel ist ein bisschen Puzzle, ein bisschen Shooter, ein bisschen Rollenspiel. Also so ein Stück weit zumindestens. Ah, und da geht unsere Versorgungskiste dahin, weil die ein bisschen zu oft gegen den Boden geknallt ist. Also bisher bin ich von dem Spiel doch sehr fasziniert. Gut, das mit den Versorgungskisten ist... unsere Rekordzeit für... Ach Gott, und das auch noch unter Zeitdruck, ja, Himmels Willen. Gut, erfolgreich erfüllt. Krieg ist zur Erde gekommen. Ah, okay. Gut, Raketen klingt lustig. Na, Loadout dürfen wir immer noch nicht. Finde ich ein bisschen gemein. Was bist du? Bergbaufanatiker scheinen der Meinung zu sein, sie hätten irgendwelche Sonderrechte. Wir unterstützen alle den Kampf gegen wen kämpfen wir eigentlich?
Egal, wir unterstützen den Kampf. Das ist das Wichtigste. Okay. Müssen wir also definitiv mehrmals nachladen. Aber das kriegen wir hin, würde ich jetzt mal sagen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das durchaus noch sehr hektisch werden kann. Okay, ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Schön, schön, schön. Gratuliere zu Ihrem sicheren Zurückkehren. Viele Bewegungen.
Ah, okay. Okay, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Schrotflintenziel. Aha, hierfür müssen wir jetzt. Blauen Treibstoffkanister lokalisieren und zur Argus zurückbringen. Probieren wir doch direkt mal aus. Ich hatte nicht mal Zeit, den Text zu lesen. Ah, schön. Das zweite Schiff unterstützt uns also auch. Gut, der Timer läuft gleich aus. Ich würde sagen, die Mission machen wir aber in jedem Fall zu Ende. Also bisher finde ich das Spiel nicht unnötig kompliziert. Die Steuerung ist grundlegend einfach. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Spiel später sehr unterhaltsam chaotisch wird. Okay, für den Schaden bin ich selber verantwortlich. Okay. Müssen wir uns also erstmal neue Munition holen. Der Grafikstil ist sehr einfach gehalten. Also man sieht schon, dass hier so ein gewisser Grad an Level-Editor-Kapazität vorhanden ist. Das ist aber nichts Schlechtes. Thank you.
und schon wieder keine Zeit gehabt, den Text zu lesen. Mensch, Mensch, Mensch. Aber es ist halt so aufwendig, sich immer um alles Sorgen machen zu müssen. Und natürlich darf man nichts zu hektisch machen, weil ansonsten funktioniert es auch nicht besser. Aber wo wir schon hier sind, können wir uns direkt auch nochmal eine neue Rakete holen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man dieses Spiel gut beherrscht, dann hier mit einer affenartigen Geschwindigkeit durchzurasen. Uhuhuhu, das hätte ganz schön arg übel ausgehen können. So, haben wir sogar die Kiste noch. Ich habe mir gedacht, komm, was soll's, wenn wir eh schon unterwegs sind, neue Raketen zu holen. Dann können wir uns auch direkt Vorräte mitnehmen. Diese Bergwerksmitarbeiter scheinen sowieso nicht die nettesten Leute zu sein. Ich bin mal gespannt, was das Spiel noch so auf Lager hat.
Aber jetzt fängt es schon an, sehr interessant zu werden. Ah, könnten direkt noch neue Raketen mitnehmen, wenn wir eh schon hier sind. Das müsste es jetzt auch gewesen sein. Nicht übermütig werden. Aber doch mit ein bisschen Übung und Feingefühl bekommt man es ganz gut hin. Sehr schön. Kapselkiller. Huh? In einer Minute 30? Boah, da muss man das Spiel aber extrem drauf haben. Egal, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!